ableihen. Dann die Leine daneben liegen lassen. Nein. Dann das Dummy ausnehmen. Zum Hund bleiben, einmal auf das Abrote und dann Spannung aufbauen und dann bei die Kuh und dann schicken. Wie bringe ich den Hund über ein Leinensignal in Sitz? Mit die Leine kurz machen und was ist wichtig, wenn ich den Hund über das Leinensignal in Sitz gebracht habe? Was muss ich danach sofort machen? Was noch? Die Leine wieder locker machen. Die Leine wieder locker machen. Wenn ich den Hund an der Leine habe, mein Hund schaut mich an und ich möchte ihn in Sitz bringen. Was machst du dann? Körpergeste, jawohl. Also du hast zwei Möglichkeiten der Körpergeste. Ich kann knicksen, ich kann aber auch mit den Finger. Also beide Möglichkeiten habe ich. Wenn ich mit meinem Hund mit der Leine gemeinsam loslaufe, wie sieht das aus? Was mache ich dann? Also wir wollen jetzt loslaufen. Also erst in den Sitz bringen, ja. Dann den Blickkontakt aufbauen. Ja. Los geht's, geht's. So, jetzt komme ich an, kannst du ein Stück nach oben laufen. Jetzt komme ich, lauf jetzt auf den Bürgersteig ran. Wie läufst du auf den Bürgersteig ran zu oder auf ein Hindernis oder wenn du deinen Hund bremsen möchtest? Langsamer laufen. Mach es mal einfach. Und wieder schneller. Ich möchte nochmal das langsamer mit Bremsen und Sitzen sehen. Beides in einer Hand. Es gibt nur Signal. Ich laufe, ich
laufe langsamer, ich lasse die Decke fallen, die Leine, ich sage Stopp, zeige es ihr ganz deutlich, ich gehe von der Sunny weg. Geh wieder zu der Sunny hin und lobe. Okay. Jetzt arbeitest du das erste Stoppen. Lea erklärt mir, warum wir das mit der Decke so tun. Weil die Decke bedeutet Sicherheit und wenn die da liegen bleibt, dann kann sie da auch liegen bleiben. Was bedeutet die Decke noch? Das ist ein Gegenstand von ihr. Also Heimat. Und das liegt dort. Bleib. Ne? Am Gegenstand bleiben. Ja. Das bedeutet die Decke. So, dann machst du jetzt. Sitzen hast du schon, du holst dir den Blickkontakt von der Sunny, du nimmst Leine und Decke mit, du gehst ein Stück nach oben zum Haus und irgendwo wirst du gleich langsamer, lässt alles fallen, sagst Stopp, zeigst dir ganz deutlich, gehst kurz weg, gehst hin und los. Nicht. Du entscheidest wann, Amelie. Das möchte ich nochmal haben. Nochmal Stopp sagen und nochmal Stopp zeigen, okay? Du entscheidest wieder irgendwo hier vorne wann. Die Leine fallen lassen.
Stopp. Die Sita läuft weiter. Mit Sagen und Zeigen. Mit Sagen und Zeigen. Die Sita geht einfach weiter. Wie heißt deine Freundin nochmal, Annelie? Wie? Marisa. Marisa läuft weiter. Weiter. Und lass die Leine lang bei dir. Hingehen und den Schwester loben. So. Und wieder Richtung Haus. Jetzt machst du bei Chester, bringst du ihn in Sitz mit Kontakt ab Leine. Jetzt lässt du die Leine gleich fallen. Marisa, du lässt jetzt gleich die Leine fallen. Sag Stopp, Zeit, Stopp und gehst weg. So. Leider noch mal fallen. Zeig sie noch mal das Stopp. Die ist weg. Die ist immer so. Sie ganz okay. Toll.